Ela K. liest für euch Harry Potter Fanfictions. Viel Spaß! Wo die Liebe hinfällt. Eine Fanfiction geschrieben von Darkest Soul. Veröffentlicht auf fanfiction.de. Ein Link zu dieser Fanfiction und eine Kurzbeschreibung sind unten in der Infobox. Anmerkung der Autorin. Meine Zuckergoscheln. Überraschenderweise eine weitere eigene Geschichte. Wobei, ganz mein ist sie ja nicht, weil sie auf dem Forumsbeitrag von Ela K. beruht. Smiley. Warnungen, falls nötig. Dreierbeziehung, P18 / wechselnder POV, ein oder zwei Zeitsprünge. Disclaimer. Alle bekannten Figuren gehören der wunderbaren JKR, ich habe sie nur ausgeborgt und verdiene nichts damit. Habt Spaß, eure Darkest Soul. Anmerkung von mir. An dieser Stelle ein riesengroßes Danke an Darkest Soul, dass sie meine krude Idee so genial umgesetzt hat. Ich liebe dieses Shipping so sehr und es ist einfach nur fantastisch geschrieben. Ich hatte über eine Stunde lang ein dämliches Grinsen im Gesicht, nachdem ich das gelesen habe, und kann es immer noch nicht fassen, dass aus meiner Idee etwas so Schönes geworden ist. Also, liebe Darkest Soul, danke, dass du diese wunderschöne Geschichte gezaubert und mich damit verzaubert hast. Ela. Wo die Liebe hinfällt. Prolog. Blaise Sabini hatte nicht viel von seiner Mutter, lediglich ihr gutes Aussehen und ihre Promiskuität und ein Herz, das wie ein Schmetterling von einer Blume zur anderen flog. Man konnte die Zahl seiner Liebschaften getrost als unendlich bezeichnen, obwohl Blaise selbst nicht so weit gehen würde. Er hatte die Welt bereist, Sex in der goldenen Stadt, unter den Straßen von Paris, auf dem Fujiyama und neben der Freiheitsstatue gehabt. Küsse in Gondeln, unter Lampions, auf dem Eiffelturm und neben den Pyramiden von Gizeh ausgetauscht. Blaise hatte viel erlebt und war auf einiges gefasst gewesen, als er nach Großbritannien zurückgekehrt war. Hass, Häme, mit viel Glück auch Vergebung. Nur auf eines nicht, dass er sich wirklich und wahrhaftig verlieben würde. Und das gleich zweimal, zur gleichen Zeit. Und weil das Schicksal ihn vermutlich für die Taten seiner Mutter bestrafen wollte, auch noch ausgerechnet in zwei Erzfeinde, die niemals erfahren durften, dass Blaise sie beide mit jeder Faser seines bis dahin flatterhaften Herzens liebte, auch wenn er es am liebsten von den Dächern posaunt hätte. Harry Potter und Draco Malfoy. Ein Jahr nach Blaise Rückkehr. In seiner Wohnung in London tigerte Draco auf und ab. Eigentlich hätte Blaise schon längst bei ihm sein sollen. Er konnte seinen Freund weder über den Kamin noch über das Wismob erreichen, was ungewöhnlich war. Blaise war sehr zuverlässig, wenn es darum ging, Draco eine Nachricht zu schicken, falls er sich verspäten sollte. Blaise hatte das auf die harte Tour gelernt. Dass er sich noch nicht gemeldet hatte, war besorgniserregend. Er konnte sich auch an niemanden wenden, denn niemand, wirklich niemand, wusste, dass er und Blaise ein Paar waren. Weil auch niemand wusste, dass Draco fürs eigene Team flog. Es war nie der richtige Zeitpunkt dafür gewesen. Draco als Unsäglicher und Blaise als Geistheiler mussten sowieso schon einige Geheimnisse wahren. Da kam es auf eins mehr wirklich nicht mehr an. Draco sah sicherheitshalber noch einmal in den Kalender. Ja, heute war Mittwoch. Sie sahen sich montags, mittwochs und freitags, weil das für Draco sehr praktisch war, was die Arbeit betraf. Die Sonntage verbrachte Blaise immer mit seiner Mutter, die mittlerweile in Italien lebte. Merlin sei gelobt für Portschlüssel. Er entschloss sich, in Sabini Manor zu apparieren. Die Schutzzauber ließen ihn ohne Probleme durch. Obwohl seine Mutter ihm beigebracht hatte, dass man im Haus nicht brüllte, tat er jetzt genau das. »Blaise, wo zum Kuckuck steckst du?« Keine Antwort.
Draco rief noch ein paar Mal, aber das Ergebnis blieb dasselbe. Als er die Treppe hinauflief, fiel sein Blick durch das schmale Fenster am Treppenabsatz und er sah, dass in dem kleinen Gästehaus, das Blaze in seine Praxis umgebaut hatte, Licht brannte. Er runzelte die Stirn. So spät sollte Blaze eigentlich keinen Termin mehr haben. Draco machte sich im Laufschritt auf den Weg in die Praxis, die mehr einem Wohnzimmer glich, damit meine Patienten sich wohlfühlen und vergessen können, dass sie eine Sitzung haben und einen netten Plausch mit einem Bekannten. Er verlangsamte seine Schritte, als er bemerkte, dass die Türe offen stand. »Blaze?« Doch auch jetzt antwortete niemand. Vorsichtig trat er über die Schwelle, nachdem sein Homenum Revelio ergebnislos zurückgekommen war, den Zauberstab trotzdem fest in der Hand. Es sah nicht so aus, als habe hier ein Kampf stattgefunden, doch Draco warf mit ein paar der Zauber der Unsäglichen um sich und entdeckte, dass vor einigen Stunden einige Zauber abgefeuert worden waren. In Richtung von Blaze Armsessel. Einen Tag nach Blaze Verschwinden. Harry sah auf die Uhr. In wenigen Minuten würde Blaze hier sein und sie würden gemütlich Ratatouille essen, danach ein wenig spazieren gehen. Blaze würde sich wieder kaputtlachen über Harrys Anekdoten betreffend Weasleys zauberhafte Zauberscherze, die gingen Harry nie aus, schließlich war er Miteigentümer. Und danach, Harry lächelte versonnen, als er sich ihre ineinander verschlungenen Körper vorstellte, bis der abgelaufene Alarm ihn aus seiner Tagträumerei aufschreckte. Er holte die Form aus dem Ofen und stellte sie auf den Tisch, damit sie ein wenig abkühlen konnte. Das Essen würde die richtige Temperatur haben, wenn Blaze kam. Harry ging ins obere Stockwerk seines kleinen Häuschens, in dem er zurückgezogen im schottischen Hochland lebte, wenn er nicht arbeitete. Blaze nahm sich dienstags, donnerstags und samstags die Mühe auf sich, aus Wiltshire hierher zu apparieren, weil er wollte, dass endlich jemand etwas für Harry tat. Das hatte Harry sehr süß gefunden, denn, ohne es selbst in Worte fassen zu können, hatte er genau das gebraucht. Die Sonntage über war er bei seiner Mutter in Italien, was Harry auch ziemlich süß fand. Ihre Beziehung allerdings hielten sie geheim, auf Harrys Wunsch hin. Er wollte Blaze nicht dem ganzen Trara aussetzen, das unweigerlich kommen würde, weil Harry immer noch der Junge, der lebt, war. Nachdem er sich umgezogen und wieder hinunter in die Küche gegangen war, runzelte er die Stirn, als er auf die Uhr schaute. Blaze verspätete sich nie. Er guckte auf sein Wismob, hatte aber keine Nachricht von Blaze, was seltsam war, da Harry sich immer darauf verlassen konnte, dass Blaze ihn benachrichtigte, sollte er sich verspäten. Harry versuchte, Blaze zu erreichen, doch obwohl es am anderen Ende läutete, hob Blaze nicht ab. Er beendete den Anruf und entschloss sich, nach Wiltshire zu apparieren. Seine Hoffnung, Blaze schlafend in der Badewanne vorzufinden, wurde enttäuscht. Das Haus war kalt und leer. Seitdem Mine das Gesetz zur Freilassung der Hauselfen durchgeboxt hatte, waren kaum mehr welche zu finden. Blaze hatte keine einzige. Harry sah in die wenigen Räume, von denen er wusste, dass Blaze sie benutzte. Sie waren alle ordentlich aufgeräumt. Er schickte einen Aufspürzauber durch das Manor, aber er fand nichts. Harrys Herz wurde schwer, seine Eingeweide verknoteten sich, sein Atem ging viel zu schnell. Er erkannte die Zeichen. Er hatte furchtbare Angst. Wo war Blaze? Der Abend von Blaze Verschwinden. Draco apparierte sofort in die Mysteriumsabteilung. Als Unsäglicher hatte man Privilegien und furchtbare Arbeitszeiten. Percy! Auf Dracos Brüllen hin wuselte einer der Unsäglichen auf ihn zu, die Kapuze seines Umhangs tief im Gesicht. »Unsäglicher Fünf, wie oft noch? Keine Namen!« Draco winkte genervt ab. »Zieh den Stock aus deinem Arsch, wir wissen alle, wer wir sind!« Percy holte Luft, vermutlich um eine seiner Reden vom Stapel zu lassen,
Doch heute hatte Draco absolut keinen Nerv dafür, wenngleich sie ihn sonst amüsierten. »Ich brauche deine Hilfe, Percy!« Das ließ Percys Brust sich aufplustern. Draco wusste, welche Knöpfe er bei seinen Kollegen drücken musste. »Wobei? Kannst du dich an Blaise Beanie erinnern? Er war im gleichen Jahrgang wie dein Bruder und ich.« Percy nickte. »Der Sohn von Nimue Sabini, nicht wahr? Dunkelhäutig, Samtstimme und gut aussehend, ist er nicht Geistheiler?« Draco wusste nicht, ob ihm der schwärmerische Ausdruck auf Percys Gesicht gefiel. Er unterdrückte seine aufkeimende Eifersucht, denn erstens liebte Percy seine Penelope über alles und zweitens hatte Blaise diese Wirkung nun mal. Auf so ziemlich jeden, selbst Luna. »Genau, jedenfalls hatte ich heute einen Termin bei ihm.« Besser Percy glaubte, Draco ginge zu einem Geistheiler, als dass er herausfand, dass er mit Blaise zusammen war. »Und seine Praxis war leer. Die Tür stand offen. Auf mein Rufen reagierte niemand. Also habe ich unsere Standardzauber verwendet und sie zeigten mir, dass ein Zauber auf Blaise geworfen wurde.« »Welche Art von Zauber?« Draco stieß den Atem aus. »Das konnte ich nicht eruieren, deswegen musst du mir helfen. Du bist unser Ass in dieser Hinsicht.« Wenn Percy nicht aufpasste, würde er seine Brust sprengen. »Hast du schon die Auroren benachrichtigt?« Er schüttelte den Kopf. »Ich wollte nicht, dass Spuren zerstört werden, sollten Smith und Corner geschickt werden.« Draco schnalzte mit der Zunge. »Seit Potter nicht mehr im Korb ist, geht dort alles den Bach runter.« Percy sah ihn verwundert an. »Ein Kompliment für Harry? Soll ich ihm das nächste Mal von dir grüßen, wenn ich ihn sehe? Kommt er immer noch jeden Sonntag zu euch?« Obwohl er es in einem spöttischen Tonfall gesagt hatte, bewunderte er die Tatsache, dass die Freundschaft zwischen den Weasleys und Potter so viele Höhen und Tiefen ausgehalten hatte. Potters kompletten Zusammenbruch nach dem Krieg, die darauf folgende Trennung von der Weaselette, auch nach all den Jahren, die er nun mit Percy so etwas wie befreundet war, konnte er sich nicht dazu überwinden, das jüngste Weasley-Kind in seinen Gedanken anders zu nennen, seine kurze Liaison mit dem Drachenbändiger. Das Korps schien Potter eine gewisse Stabilität gegeben zu haben, denn er heiratete die Weaselette, ließ sich aber nach 5 Jahren wieder von ihr scheiden, zur gleichen Zeit, als er auch die Auroren und London verließ. Das alles wusste er, weil er Potters Gesicht in der Zeitung nicht entkommen konnte. Noch immer verkauften sämtliche Zeitschriften der Zaubererwelt höhere Stückzahlen, wenn Potter auf dem Titelblatt war. »Das tut er tatsächlich!« »Genug von Potter, wir sollten uns auf den Weg machen.« Er bot Percy den Arm und sie disapparierten nach Wiltshire. In Blaise Praxis verwendete Percy die gleichen Zauber wie Draco schon zuvor. Draco biss sich auf die Zunge, denn er wusste, dass Percy das nicht machte, weil er dachte, Draco sei inkompetent, sondern weil er alles mit eigenen Augen sehen musste. »Das ist nicht gut, Draco, gar nicht gut.« Am Ton seiner Stimme erkannte Draco, dass nicht Percys Hang zum Drama ihn das sagen ließ. »Lass mich nur ganz sicher gehen, ob...« Percy wedelte mit seinem Zauberstab in einem komplizierten Muster durch die Luft. Als er sich zu Draco umdrehte, war er ungewöhnlich blass. »Nun sag schon!« Sein Gegenüber schluckte schwer. Es schien, als habe Percy Schwierigkeiten zu sprechen. »Amnesia Maxima!« Dracos Körper wurde ganz taub. »Er weiß vermutlich nicht einmal mehr, wer er ist, Draco!« Einen Tag nach Blaise Verschwinden. Harrys verloren geglaubte Aurorininstinkte drängten sich in den Vordergrund. Wenn Blaise nicht im Haus war, könnte er eventuell noch in seiner Praxis sein. Vielleicht hatte er nur die Zeit vergessen. Vielleicht hatte er unerwartet einen aktuellen Fall auf die Nase gedrückt bekommen. Er arbeitete gelegentlich für das St. Mungo und hatte einfach keine Zeit gehabt oder schlichtweg vergessen, Harry Bescheid zu geben. An diese winzige Hoffnung klammerte er sich. Er verließ das Manor und ging in Richtung des kleinen Gebäudes, in dem Blaise Praxis lag.
War das Absperrband an der Tür? Seine Kehle wurde eng. Scheiße! Verdammte Kacke! Er wusste es besser, als unter dem Absperrband durchzuhuschen. Das würde einen Alarm beim zuständigen Team auslösen. Harry fluchte, was das Zeug hielt. Es half nicht gegen seine Angst, baute aber etwas von der Spannung in seinem Inneren ab. Er apparierte in St. Mungo, obwohl er nicht davon ausging, eine Auskunft zu bekommen. Doch sein Gesicht erhellte sich, als er sah, wer Dienst hatte. »Luna!« »Hallo, Harry! Geht es dir gut? Bist du verletzt?« Besorgt suchte sie mit ihren Augen nach Verletzungen. »Nein, ich habe nur eine Frage, die du mir möglicherweise nicht beantworten darfst, aber ich wäre dir sehr dankbar, wenn du es trotzdem tätest.« Verschwörerisch sah Luna sich um und grinste ihn liebevoll an. »Wir werden sehen.« »Wurde Blaise Sabini eingeliefert?« Luna schüttelte den Kopf. »Nicht, dass ich wüsste. Warum?« Er log Luna nicht gerne an, aber auch sie durfte nichts wissen. »Er ist mein Geistheiler.« Besser, sie dachte, er sei bei Blaise in Therapie, als dass sie von ihrer Beziehung erfuhr. Obwohl man bei Luna nie sicher sein konnte, ob sie nicht eh schon die ganze Wahrheit wusste und die Farce einfach mitspielte. »Ich hatte heute einen Termin bei Ihnen und als ich zur Praxis kam, war Absperrband an der Tür.« »Oh, Harry, warte einen Augenblick, ich sehe nach.« Luna stellte sich hinter den Empfangstisch und fuhr mit ihrem Zauberstab eine Liste entlang. Dann eine weitere und noch eine. Sie sah auf und schüttelte den Kopf. »Es tut mir so leid, Harry.« Sie wussten beide, was das zusammen mit dem Absperrband bedeuten konnte. Doch daran wollte Harry gar nicht denken. »Danke, Luna, ich schulde dir etwas.« Sie winkte ab. »Sei vorsichtig.« Er nickte zum Abschied. Sein nächster Weg führte Harry ins Ministerium, wo er ausgerechnet Malfoy über den Weg lief, der in Begleitung von Percy war. Was nicht so kurios war, wie es den Anschein haben mochte. Jeder wusste, dass die beiden Kollegen in der Mysteriumsabteilung waren und gut miteinander auskamen. »Hey, Percy!« »Abend, Harry!« »Potter?« »Malfoy!« Es entstand eine unangenehme Stille, bis Malfoy sich räusperte. »Was tust du im Ministerium, Potter?« »Als ob das den blonden Gecken irgendetwas anginge.« »Nichts, was dich interessieren müsste, Malfoy.« Er wandte sich an Percy. »Wir sehen uns am Sonntag, Rotschopf.« »Harry, wie oft noch?« Doch da hatte Harry sich schon umgedreht und stapfte in Richtung der Aurorenzentrale. Percys mysteriöses »Jetzt muss ich ihn wohl nicht mehr grüßen« hörte Harry lediglich mit halbem Ohr. Was allerdings seine Aufmerksamkeit erregte, war Malfoys nächster Satz. »Ernsthaft? Rotschopf? Wir müssen Blaise finden. Wir sind seit gestern keinen Schritt weiter.« Ruckartig drehte er sich wieder zu den Unsäglichen. »Ihr sucht Blaise seit gestern?« Harry sah, wie Malfoys Körperhaltung ganz steif wurde. Harry wusste, dass Malfoy und Blaise nach wie vor die besten Freunde waren, wiewohl Blaise sehr darauf achtete, aufgrund ihrer Vergangenheit und der Geheimhaltung ihrer Liebesbeziehung, denn sein bester Freund würde die Farce sofort durchschauen, wenn er Harry und Blaise gemeinsam sehen sollte, keine Berührungspunkte zwischen ihnen zu schaffen. »Problem, Potter?« »Er ist mein Geistheiler. Als ich zu meinem heutigen Termin antanzte, fand ich Absperrband an der Tür. Ich habe mir Sorgen gemacht und wollte bei den Auroren nachfragen. Im Krankenhaus ist er nicht.« Malfoy entspannte sich. »Nicht hier, Potter.« Percy deutete mit dem Kopf zum Ausgang. Sie verließen das Ministerium, um von Draco in ein Teehaus »Kaffee ist für Barbaren, Potter« am Stadtrand appariert zu werden. Nachdem man ihnen ihre Getränke serviert hatte, sah Malfoy Harry fest in die Augen. »Potter, diese Information bekommst du nur, weil du ein Freund von Percy bist und ich ihn sehr schätze.«
Percy verschluckte sich an seinem Darjeeling. Offenbar war er derart offenes Lob nicht gewohnt. Percys Untersuchung zufolge wurde Blaze von einem Amnesia Maxima getroffen. Wenn das wahr ist, wurde sein komplettes Gedächtnis gelöscht. Er hat keine Ahnung, wer er ist. Harrys Herz wurde zu Eis. Er schüttelte den Kopf. Nein, nicht sein Blaze! Harry, alles in Ordnung? Mechanisch nickte er. Sie durften keinen Verdacht schöpfen. Ja, es ist... Doch in Wahrheit war nichts in Ordnung. Harrys Welt war gerade zusammengebrochen. Potter benahm sich merkwürdig. Merkwürdiger als sonst. Vielleicht hatte ihm das Einsiedlerleben nicht gut getan. Potter, du bist Zivilist und wirst dich nicht, ich wiederhole, nicht einmischen. Potter nickte, was Draco in Alarmbereitschaft versetzte. Geht es dir wirklich gut, Potter? Ein weiteres Nicken. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Das schottische Hochland war nicht für jeden. Potter, der, wie Draco wieder einmal bemerkte, immer noch kleiner war als der Durchschnitt und wahrscheinlich gerade so die 1,70 Meter Marke erreichte, stand auf und schwankte leicht. Harry? Mir geht es gut, Percy. Potters Haltung war unnatürlich steif, als er das Teehaus verließ. Wüsste Draco es nicht besser, würde er vermuten, dass Potter einer jener Patienten war, die etwas mehr für ihren Geist heiler. Nein, dorthin würde er seine Gedanken nicht lenken. Er brauchte seinen gesamten Grips an einer Stelle und konnte es nicht riskieren, dass er in verschiedene Richtungen wanderte. Während Draco die Rechnung beglich, Potter, der kleine Scheißer, hatte die Zeche geprellt, meinte Percy, »Harry hat mir nicht gefallen, Draco. Könntest du ihm nachgehen? In diesem Zustand wird er sowieso nicht daran denken, dass er ein Zauberer ist und apparieren kann. Ich habe noch einen Termin mit Nummer 1.« Draco verzog das Gesicht. Termine mit Nummer 1 waren vordergründig eins. Anstrengend. Und langweilig. Aber vor allem anstrengend. Und unverschiebbar. Er nickte, vor allem, da er das Gefühl hatte, in Percys Schuld zu stehen, weil er ihn bei der Suche nach Blaze ohne viel Fragerei unterstützte. Nach Percys »Bis morgen« verwendete Draco einen Richtungszauber, damit er Potter folgen konnte. Das war hier in Enfield, am World's End, etwas leichter als direkt in der Stadt. Vor allem, weil weder viele Autos noch viele Menschen unterwegs waren. Manche Leute sahen nicht einmal nach links und rechts, wenn sie sich anschickten, die Straße zu überqueren. So wie der Idiot da vorne. Draco guckte genauer. Das war doch... Potter! Als er seinen Namen hörte, blickte Harry auf und sah das Auto auf sich zurasen. Er wusste mit einer Klarheit, die einen in solchen Augenblicken befiel, dass weder er noch der Autofahrer würden ausweichen können und im Falle des Autofahrers dieser, wenn er gerade die Bremsen malträtierte, das Auto nicht rechtzeitig zum Stillstand bringen würde, weil er einfach zu schnell unterwegs war. Da spürte er auch schon, wie er in die Luft gewirbelt wurde. Seltsamerweise verspürte er keinen Schmerz. Wahrscheinlich hatten seine Nerven noch nicht begriffen, dass er angefahren worden war. Dann fiel er, langsamer als erwartet, und landete auf einem Kissen. Plötzlich war ausgerechnet Malfoy neben ihm und schüttelte ihn. »Bist du völlig verrückt geworden, Potter? Lassen Sie ihn in Ruhe, Mann. Wenn er verletzt ist, machen Sie es nur noch schlimmer. Halten Sie die Klappe. Silenzio, obliviate!« Etwas losgelöst von der wirklichen Welt sah Harry, dass der Autofahrer sich verwirrt umsah, dann mit der Schulter zuckte und sich wieder ins Auto setzte. Durch die Watte in seinem Kopf dachte er sich noch, ob es wirklich gescheit von Malfoy war, den Typen ein Fahrzeug lenken zu lassen und warum sich Malfoy eigentlich überhaupt die Mühe gemacht hatte, ihn vor einem Unfall zu bewahren.
ehe die Ereignisse der letzten Stunden Tribut von seinem Körper forderten und ihm schwarz vor den Augen wurde. Süße Morgana, das durfte doch nicht wahr sein. Nicht nur, dass Potter zu blöd war, auf die Straße zu schauen, ehe er sie betrat. Nein, er musste sich auch noch beinahe von einem Auto anfahren lassen und nach seiner Rettung auch unbedingt ein Nickerchen auf besagter Straße machen. Draco schnaubte. Natürlich musste Potter in das einzige Auto rennen, das hier vorbeikam. Und natürlich musste er das tun, während Draco anwesend war. Was hatte er denn bloß verbrochen in seinem Leben, dass er derart bestraft wurde? Außer dem Blödsinn mit dem verrückten Größenwahnsinnigen. Hatte er dafür nicht schon genug gebüßt? Potter! Potter! Komm schon! Doch Potter rührte sich kein Stück. Verfluchte Scheiße! Sicherheitshalber schoss er einen Diagnosezauber auf Potter, der ihm anzeigte, dass Potter lediglich an völliger Erschöpfung litt und nur etwas Ruhe brauchte. Seufzend schloss Draco Frieden mit seinem Schicksal, legte einen Arm um Potters Schulter und apparierte mit ihm in seine Wohnung. Das Apparieren hatte nicht dazu beigetragen, Potter aufzuwecken. Da Draco ihn sowieso schon hielt, hiefte er den schlafenden Mann auf ein Sofa. Potter war etwas zu leicht für Dracos Geschmack. Er betrachtete Potter. Sein bisheriges Leben hatte scharfe Linien in seinem Gesicht hinterlassen. Ähnlich wie bei Draco selbst und so ziemlich allen anderen, die in diesem vermaledeiten Krieg involviert waren. Ihre ganze Generation sah älter aus, als sie eigentlich sollte. Die berühmte Narbe war immer noch da. Nicht so prominent wie in Potters Jugend, aber unverkennbar. Die Haare hatten nach wie vor ein Eigenleben. Wenigstens hatte sich sein Kleidungsstil verbessert, wie Draco bemerkte, als sein Blick den schmalen Körper entlang glitt. Er seufzte und deckte Potter mit der Wolldecke zu, die immer griffbereit auf der Lehne des Sofas lag. Potter würde wohl eine ganze Weile schlafen. Während Potter seine Couch besetzte, konnte er selbst schlecht außer Haus gehen. Wer wusste schon, was der Goldjunge anstellen würde, wachte er in fremder Umgebung auf. Also entschloss sich Draco, einige Berechnungen im Hinblick darauf anzustellen, wie weit Blaze zu Fuß kommen konnte, unter der Annahme, er sei unverletzt. Wenn ihn der Amnesia Maxima wirklich getroffen hatte, und alles deutete darauf hin, würde er auch vergessen haben, dass er ein Zauberer ist. Allerdings wusste Draco, dass Stress und Angst zu wilder Magie führen konnten, die stärker war als kontrollierte Magie, die Zauberer im Normalfall anwendeten. Und falls Blaze mit wilder Magie appariert war, gab es eine Trillion Möglichkeiten, wo er hätte landen können. Draco betete zu Merlin, Morgana und Mordred, dass Blaze, wo immer er jetzt gerade auch war, unverletzt war. Das Rascheln von Pergament drang in Harrys Traum, der ihn zurück nach Hogwarts führte. »Hermine?« fragte er schläfrig. »Ich muss dich enttäuschen, Potter«, schnarrte Malfoy. Harry riss die Augen auf. Was machte Malfoy in seinem... Verwirrt sah Harry sich um. Das war nicht sein Cottage. Wo? Malfoy näherte sich dem Sofa, auf dem Harry lag, eine Tasse in der Hand. In meiner Wohnung, Potter, du bist zusammengeklappt. Ich konnte dich schlecht mitten auf der Straße liegen lassen. Hier, sagte er und drückte Harry die Tasse in die Hand. Ein kleiner Aufmunterungstrank. Argwöhnisch beäugte Harry die rötliche Flüssigkeit. »Ist das Gift?« »Ernsthaft, Potter? Glaubst du wirklich, ich mache mir die Mühe, dich hierher zu schleppen, um dich dann zu vergiften?« Harry zuckte mit der Schulter, während Malfoy sich an seinen Schreibtisch setzte, der in der Ecke unweit des Sofas stand. »Dir würde ich das zutrauen.« »Trink oder lass es bleiben. Wenn du damit fertig bist, zeige ich dir gern den Ausgang.« meinte Malfoy, sich über die Pergamentbögen auf seinem Tisch beugend. Zögernd trank Harry und verschluckte sich prompt. Aufmunterungstrank! Wie viel Gin ist hier drin? Fragte er einen feixenden Malfoy, nachdem sein Hustenanfall nachgelassen hatte. Genug, um dich aufzumuntern, wie der Name schon sagt.
Harry stellte die Tasse auf dem Boden ab, schwang sich in eine sitzende Position und fuhr sich durch die Haare. »Na ja, danke, Malfoy. Ich werde...« »Draco, bist du da?« Percys Stimme kam aus dem Kamin, was bedeutete, dass er noch im Ministerium war, dem einzigen Ort, an dem die Wismops nicht funktionierten. Malfoy eilte zum Kamin. »Ja, Percy, was gibt es?« »Ich hatte doch den Termin mit Nummer 1. Hat ewig gedauert, lauter belangloses Zeug. Jedenfalls, als ich aus seinem Büro kam, hörte ich Nummer 6 und Nummer 9 tratschen. Angeblich gab es einen Großeinsatz des Oblivierungsteams in einem Muggelkrankenhaus, weil ein Zauberer ausgeflippt sei.« Harry spürte, wie seine Schultern sich verkrampften. Konnte er wirklich so viel Glück haben? »Was ist mit dem Zauberer passiert? Haben Sie gesagt, wer es war?« fragte Malfoy mit angespannter Stimme. »Scheinbar wurde er in St. Mungus transferiert. Nein, Sie wussten es nicht.« »Danke, Percy.« Malfoy unterbrach die Verbindung ohne weiteren Abschied. Seinen Atem ausstoßend meinte Draco, »Eigentlich sollte ich das nicht tun. Aber willst du mitkommen?« Das war keine Höflichkeit von Dracos Seite, sondern eine Schutzmaßnahme. Vor Potter würde er professionell sein müssen, falls es sich bei dem Zauberer tatsächlich um Blaze handeln sollte. Potter nickte abgehackt. Seine Zähne waren so fest zusammengebissen, dass sein Kieferknochen scharf hervortrat. Vielleicht war es doch keine so gute Idee. »Gehen wir?« fragte Potter, ehe Draco seinen Gedanken überhaupt zu Ende denken konnte. Jetzt war es an Draco zu nicken. Sie stiegen nacheinander in den Kamin und flohten ins Krankenhaus. Bedauerlicherweise war gerade nicht Lunas Schicht. Sie hätte Draco und Potter ohne viel Trara durchgewunken. Schwester Dolly andererseits. »Hallo, Harry.« »Hi, Dolly.« Draco musste an sich halten, um die Augen nicht zu verdrehen. Selbstverständlich unterhielt Potter mit der Gewitterziege ein freundschaftliches Verhältnis. »Sag, wurde in den letzten Stunden vielleicht Blaise Sabini hier eingeliefert? Er ist spurlos verschwunden. Malfoy und ich suchen ihn.« »Ich kann nicht so einfach Patienteninformationen herausgeben, Harry«, meinte sie schnaufend. »Das weiß ich, aber Malfoy ist sein bester Freund und...« »Seine Mutter ist in Italien oder sonst wo. Wir können sie zurzeit nicht erreichen.« »Also ist er es?« Potters Miene wurde hoffnungsvoll. »Fluchschäden. Zimmer 492. Dolly guckte weder Potter noch Draco dabei an, sondern blätterte geschäftig in einem Journal. Potters Mund verzog sich zu einem Lächeln. »Dein nächster Riesendreifach-Schokoladenbecher bei Fortescues geht auf mich.« Sie wurden mit Gesten fortgewedelt, ohne dass Dolly überhaupt aufsah. Eiligen Schrittes machten sie sich auf den Weg in den vierten Stock. Bevor sie das Zimmer betreten konnten, hielt ein Heiler sie auf. Nachdem sie ihm lang und breit erklärt hatten, warum sie hier waren, deutete er auf die Tür. »Er schläft gerade. Das liegt an den Beruhigungsmitteln. Körperlich geht es ihm soweit gut. Psychisch?« Der Heiler machte ein ratloses Gesicht. »Ein Amnesia Maxima ist beinahe absolut. Man verliert zwar nicht alle Fähigkeiten, aber nun ja. Mr. Sabini spricht scheinbar 4 Sprachen fließend, erinnert sich aber weder an seinen Namen noch an sein Lieblingsessen. Er kann auf keine seiner bisherigen Erinnerungen zugreifen. Mr. Sabini ist sozusagen ein unbeschriebenes Blatt.« Auf sein Klemmbrett schielend fuhr er fort. »Wenn er sehr viel Glück hat, könnte eine Schlüsselerinnerung alles wieder zurückbringen. Aber da müsste Fortuna selbst ihren Zauberstab schwingen.« Heiler Masters, wie Draco vom Namensschildchen auf der grünen Heilerrobe erfuhr, seufzte schwer, ehe er sich aufrichtete und sie streng anstierte. »Das hier ist eine Ausnahme, habe ich mich deutlich genug ausgedrückt. Ich lasse Sie zu ihm, weil er gerade nichts mitbekommt. Wecken Sie ihn nicht. Wenn Sie ihn wieder besuchen wollen, müssen Sie das mit mir absprechen. Zu viele neue Eindrücke verkraftet er nicht.«
Nachdem beide ihr Einverständnis gegeben hatten, machte der Heiler eine einladende Geste in Richtung des Zimmers, wo sie einen schlafenden Blaze vorfanden. Sie traten auf das Bett zu. »Blaze!« Draco erstarrte beim Ton von Potters leiser Stimme bei diesem einen Wort und hielt bei seiner unbewussten Bewegung, mit der er sich nach vorne gebeugt hatte, um Blaze auf die Stirn zu küssen, inne. So viel zur Professionalität. Potter klang weich und liebevoll. Das war nicht die Stimme eines Patienten, der erleichtert war, dass seinem Geistheiler nichts passiert war. Das war die Stimme eines Mannes, der seinen Geliebten wiedergefunden hatte. Dracos Herz zersprang in tausend Stücke, als er des Betrugs gewahr wurde. Ein ersticktes Geräusch ließ Harry aufblicken. Malfoy stand in einer seltsam vornübergebeugten Position über Blaze. Es schien beinahe, als hätte er Blaze küssen wollen. Dann sah er Malfoys Gesicht. Das war nicht das Gesicht eines Mannes, der seinen besten Freund wiedergefunden hatte, sondern das Gesicht eines Mannes, dessen Herz gebrochen worden war. Und so plötzlich machte einiges Sinn. Harry biss auf seinen Fingerknöchel, um nicht loszubrüllen. Da hatte er endlich jemanden, der ihn, wie Harry immer geglaubt hatte, von ganzem Herzen liebte, nur um zu erfahren, dass er doch nur sein halbes Herz hatte. Tief in seinem Inneren war Harry natürlich klar, dass er jedes Herz teilen musste, das er liebte. Rons mit Hermine, Hermines mit Ron, Ginnys mit Quidditch, Charlies mit Drachen. Und jetzt auch noch Blaze mit Malfoy. Konnte er nicht eines nur für sich haben? Abrupt drehte er sich um und verließ das Zimmer. Er hatte schon so viele verloren, die er liebte. Was machte da einer mehr aus? Das Atmen fiel ihm schwer beim Versuch, die aufkommenden Tränen zu unterdrücken. »Potter!« Er hatte gar nicht gemerkt, dass Malfoy aus dem Krankenzimmer getreten war. »Wir müssen uns zusammenreißen um Blaze willen. Ich weiß, dass du da reinstürmen und ihn für dich beanspruchen willst, denn ich möchte das auch machen. Aber in Anbetracht dessen, dass er gar nichts mehr weiß, würden wir ihn vermutlich traumatisieren und er wird niemandem mehr vertrauen. Zumindest keinem von uns beiden.« Das klang so unglaublich vernünftig. Er hasste Malfoy dafür. Er wollte ihm seine Faust ins Gesicht schlagen. Er wollte ihm Schmerzen zufügen, weil Blaze ihn wie einen Mann liebte. Er wollte... »Wir müssen zusammenarbeiten für Blaze, den Mann, den wir offensichtlich beide lieben.« Harrys Gedanken hielten für einen Moment inne. Dann nickte er. Was hätte er auch sonst tun sollen? Malfoy ins nächste Jahrtausend texten? Was, wenn gerade er... Harry schluckte hart bei diesem Gedanken, der Schlüssel zu Blaze Gedächtnis war. Das konnte er Blaze ja schlecht verweigern. Harry wollte, dass Blaze sich erinnerte. An ihn und ihre gemeinsame Zeit. Malfoy schien erleichtert aufzuatmen. Gut, morgen treffen wir uns wieder hier. Sagen wir um 9? Vielleicht lässt uns Heiler Masters zu ihm. Wir werden Blaze nur gemeinsam besuchen. Keiner von uns soll sich dem anderen gegenüber einen Vorteil verschaffen können. Das verstand Harry auf einer gewissen Ebene, obwohl er auch alleine mit Blaze sein wollte, was er Malfoy auch sagte. Würdest du wollen, dass ich alleine Zeit mit ihm verbringe? Natürlich nicht. Siehst du? Sagte Malfoy selbstzufrieden. Harry hatte jetzt gerade keinen Nerv für so etwas. Er wollte nach Hause, sich in sein Bett kuscheln und Blaze Polster umarmen. Viel lieber hätte er natürlich den echten Blaze in seinen Armen gehalten. Aber das würde für die nächste Zeit wohl eher Wunschdenken bleiben. Ja, schon gut. Sie gingen schweigend zu den Apparationspunkten. Harry drehte sich noch einmal zu Malfoy um, ehe er sich darauf stellte. Dann bis morgen um 9. Malfoy bewegte den Kopf scharf nach unten und wieder zurück. Das würde wohl alles sein, was er an Zustimmung bekam. Harry schlief sehr schlecht in dieser Nacht. Sein Bett sah am nächsten Morgen wie ein Schlachtfeld aus, so unruhig war er gewesen. Als er pünktlich um 9 Uhr in der Abteilung für Fluchschäden eintraf, war Malfoy schon dort. Auch er schien eine schreckliche Nacht hinter sich zu haben.
möglicherweise sogar eine noch schlechtere als Harry, denn Malfoys Gesicht war verquollen, als hätte er die ganze Nacht geweint. »Morgen, Potter!« »Morgen, Malfoy!« Danach entstand eine Stille, die sich unangenehm zog. »Fragen wir den Heiler von gestern, ob wir Blaise sehen dürfen?« »Sein Name ist Heiler Masters für die Zukunft«, meinte Malfoy, als Harry ihn mit hochgezogenen Augenbrauen ansah und dann mit den Schultern zuckte. Sie bekamen die Erlaubnis, allerdings unter vielen Auflagen und vorerst nur in Begleitung. Harry wusste, dass das vermutlich notwendig war, aber wirklich einverstanden war er nicht. Doch wenn es davon abhing, ob er Blaise sehen durfte oder nicht, würde er damit zurechtkommen. Zwischenspiel Blaise. Als die Tür zu seinem Zimmer sich öffnete, schaute Blaise auf und er wusste einfach, dass diese beiden gut aussehenden Männer in sein Leben gehörten. Er kannte ihre Namen nicht und auch nicht, wie sie miteinander verbunden waren. Aber bei niemandem, der bis jetzt in sein Zimmer gekommen war, es waren zugegebenermaßen nicht besonders viele Menschen gewesen, hatte er diese tiefe Verbindung gespürt. Man hatte ihm gesagt, dass jemand ihn mit einem Vergessenszauber belegt hatte. Blaise hatte seinen Namen vergessen. Er wusste nicht, wo er wohnte, wer seine Eltern waren, ob er verheiratet war. Vielleicht mit einem von diesen beiden? Vielleicht mit beiden? Bei ihrem Anblick hatten sich sowohl seine niedersten Instinkte als auch sein Herz geregt. Das musste doch etwas bedeuten. »Ich kenne euch nicht, wahr?« »Ja«, antwortete der blonde Mann. »Ich bin Draco, das ist Harry.« Dabei deutete er auf den dunkelhaarigen Mann. »Du und wir sind mehr als Freunde, nicht wahr?« fragte Blaise. Etwas wie Erleichterung flirrte über die Gesichter der beiden, als ob sie sich auf einen Kampf eingestellt hatten und jetzt froh waren, dass es nicht dazu kommen würde. »Ja«, sagte Harry mit einem seltsamen Seitenblick zu Draco. »Erzählt!« Also erzählten sie. Draco berichtete, wie sie nach Blaise' Rückkehr nach England wieder den Kontakt gefunden hatten und nach nicht allzu langer Zeit ein Paar geworden sind, wenn auch ein heimliches. Potter ließ sich darüber aus, wie es zwischen ihm und Blaise gefunkt hatte, als Blaise in den zauberhaften Zauberscherzen einkaufen gewesen war. Wie es aussah, hatte Blaise sich zu beinahe gleichen Zeit in sie beide verliebt. »Hatten wir von Anfang an eine Dreierbeziehung?« In Blaise' Gesicht stand nichts anderes als ehrliche Neugier. Potters und auch sein eigenes verzogen sich schmerzvoll. »Nein. Bis wir dich gestern gefunden haben, du hast schon geschlafen, wussten wir beide nicht, dass du mit dem jeweils anderen eine Beziehung führst.« Potter sah den Boden an, als er sprach. »Ich habe was? Euch beide betrogen? Das kann ich mir nicht vorstellen, so bin ich nicht, glaube ich zumindest.« Blaise atmete schwer, während er sich in Rage redete. »Blaise, beruhige dich. Sag mir nicht, dass ich mich beruhigen soll, dass... Dormi!« Der Zauber traf Blaise unerwartet. Sowohl Draco als auch Potter sprangen auf, als Blaise mitten im Satz zu reden aufhörte. Sie funkelten die ältliche Schwester, die ihnen als Anstandswauwau aufs Auge gedrückt worden war, böse an. »Es war notwendig. Mr. Sabini ist noch nicht vollkommen auf dem Damm. Wir wollen doch nicht, dass seine Genesung unter so viel Aufregung leidet, oder?« meinte sie vollkommen unbekümmert der Tatsache, dass sie gerade von zwei relativ mächtigen Zauberern mit Blicken erdolcht wurde. »Sie können morgen wiederkommen. Versuchen Sie gar nicht, mit mir zu diskutieren, Mr. Potter. Ich bin länger im Amt als Sie auf der Welt und ich habe nur das Wohl des Patienten im Sinn. Wenn Sie oder Ihr Freund hier dieses Wohl gefährden, werde ich dafür sorgen, dass Sie Mr. Sabini nicht mehr zu Gesicht bekommen, bis er aus dem Krankenhaus entlassen wurde. War das klar genug?« Wäre Draco nicht selbst bei dieser Drohung beinahe das Herz stehen geblieben, hätte er sich weitaus mehr darüber amüsieren können, wie Potter den Schwanz einzog und kleinlaut mit »Ja, Ma'am«
antwortete, ehe er im Umdrehen Draco wortlos zu verstehen gab, dass er sich gefälligst ebenfalls aus dem Zimmer begeben sollte. »Das war kein guter Start, was?« fragte Potter, als sie zum Operationspunkt gingen. »Denkst du?« schnaubte Draco. Potter warf ihm lediglich einen bitterbösen Blick zu, schwieg aber sonst. Das ließ Dracos Haut kribbeln, denn er vermisste den Potter aus der Schule, der keine Gelegenheit ausließ, auf eine Provokation einzugehen. »Morgen um die gleiche Zeit?« »Ja, Potter, morgen um die gleiche Zeit.« Draco beobachtete, wie Potter vom Apparationspunkt verschwand und apparierte selbst ins Ministerium. »Und?« war das Erste, was er von Percy hörte. »Er war es. Danke, Percy. Entschuldige, dass ich dich nicht schon gestern benachrichtigt habe.« »Schätze, du hattest anderes im Kopf.« »Das hatte ich tatsächlich. Mir Potter und Blaze im Bett vorstellen zum Beispiel.« Es hatte Draco rasend gemacht. Und traurig. Er hatte die halbe Nacht wach gelegen und sich selbst mit Bildern gequält, die ihn zum Weinen gebracht hatten. Er verstand sich selbst nicht ganz. Hätte ihn jemand vor 2 Jahren gefragt, wie er reagieren würde, stellte sich heraus, dass seine Partnerin ihn betrog, hätte er ohne zu zögern geantwortet, dass er auf der Stelle Schluss machen würde. Nein, zuerst würde er seine gewesene bessere Hälfte mit einem Glatzenfluch belegen und dann Schluss machen. Dann würde er eine 2-seitige Anzeige im Tagesprophet sowie der Hexenwoche schalten, damit auch ja jeder erfuhr, was für eine Idiotin sie war, weil sie Draco betrogen hatte. Damals hatte er der Form halber noch ab und zu eine Frau an seinem Arm hängen. Aber jetzt mit Blaze? Offensichtlich hatte er vor 2 Jahren noch nicht gewusst, was Liebe ist. Er würde Blaze nicht so einfach gehen lassen. Wenn es sein musste, würde er sich damit arrangieren, dass Potter der Dritte im Bunde war. Auch wenn er darauf bestehen würde, beim Sex lediglich zu zweit zu sein. Am nächsten Morgen kamen Harry und Malfoy beinahe gleichzeitig im Krankenhaus an. Sie verloren keine Zeit und gingen umgehend zu der ältlichen Schwester, die sie schon gestern zu Blaze begleitet hatte. »Wie geht es ihm?« wollte Harry wissen. »Hatte sein gestriger Ausbruch irgendwelche negativen Auswirkungen?« fragte Malfoy. »Es geht ihm gut. Nein, keine negativen Auswirkungen. Er hat aber offenbar sehr viel darüber nachgedacht, nachdem er wieder wach wurde.« Harry fiel ein Stein vom Herzen, und auch Malfoys Schultern waren eine Last losgeworden. »Können wir zu ihm?« »Natürlich, Mr. Potter. Und ja, Mr. Malfoy, ich muss im Raum anwesend sein. Aber keine Sorge, ich höre nichts von dem, was Sie besprechen. Ich reagiere lediglich auf Mr. Sabinis Vitalwerte.« »Oh«, machte Harry. Er hatte gedacht, dass die Schwester alles mithören würde. Malfoy nickte zufrieden. »Wollen wir dann? Ich muss mich auch um andere Patienten kümmern.« »Natürlich, Schwester«, sagten sie wie aus einem Mund. Sie betraten Blaze Zimmer zu dritt. Blaze saß auf dem Bett und las. Sein Gesicht hellte sich auf, als er sie sah. »Draco, Harry, schön, dass ihr wiedergekommen seid. Nicht, dass ich das verdient hätte, nach dem, was ich gestern erfahren habe.« »Blaze«, begann Malfoy, doch Blaze hob die Hand, um ihn aufzuhalten. »Nein, es war nicht richtig.« »Vielleicht war es das doch«, fiel Harry ihm ins Wort. Die beiden starrten ihn an. »Na ja, Malfoy, also Draco und ich hatten nie das beste Verhältnis. Wir sind uns nach der Schulzeit aus dem Weg gegangen, wo wir nur konnten. Ich habe darauf bestanden, dass unsere Beziehung geheim bleibt, weil ich nicht wollte, dass du in den ganzen Rummel hineingezogen wirst.« »Bist du berühmt? Ein Rockstar?« »Nicht ganz«, feixte Malfoy. »Draco, Harry sollte es sich vielleicht lieber angewöhnen, ihn beim Vornamen anzusprechen, denn er würde Blaze vermutlich nur im Doppelpack mit Mel Draco bekommen.« »Kein Rockstar, mehr ein Kriegsheld. Zumindest werde ich von vielen so bezeichnet. Aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist gerade nur, dass ich dich liebe und dich nicht aus meinem Leben gehen lassen will.« Harry hatte in der vorigen Nacht viel darüber nachgedacht, ob er sich ein Leben ohne Blaze vorstellen könnte. Die Antwort war ein definitives Nein,
Blaze hatte ihm so viel Aufmerksamkeit und Liebe geschenkt. Er hatte immer darauf geachtet, dass es Harry gut ging. Er hatte ihn beschützt. Harry hatte sich immer an diese starke Brust lehnen und durchatmen können. Es hatte sich nie so angefühlt, als müsste er Blaze teilen. Wenn Blaze bei ihm gewesen war, war er immer da. Wollte Harry wirklich darauf verzichten, nur weil Draco mit von der Partie war? So schlecht sah der Knilch nicht aus, und was den Sex betraf, konnte man sich sicher einigen. Jedenfalls, vielleicht hattest du Angst, dass du uns beide verlierst, wenn du uns voneinander erzählst. Ich weiß, dass es vertrackt klingt, aber ich teile dich lieber mit Draco, als dich gar nicht mehr in meinem Leben zu haben. Mir geht es genauso, Blaze. Selbst wenn du dich nie wieder an unser Leben davor erinnern solltest, ich liebe dich, Blaze. Vielleicht ist das ja genug. Ich spüre, dass es zwischen uns eine starke Verbindung gibt. Ich weiß bloß noch nicht, ob es tatsächlich Liebe ist. Aber ihr könntet mir helfen, mit Erinnerungen. Teilt eure Erinnerungen mit mir, bitte. Blaze' warme braune Augen lagen zuerst auf Harry, dann auf Draco. Harry nickte einfach und fing an. Eine meiner schönsten Erinnerungen ist, als wir in Dover haben Drachen steigen lassen. Ihr habt Drachen steigen lassen? Fragte Malfoy. Draco, verdammt! Etwas spöttisch. Blaze sah ihn finster an, ehe er sich mit milderem Blick Harry zuwandte. Ich spüre, dass du mir etwas verschweigst. Harry zupfte an seiner Nagelhaut. Er wollte das nicht vor Draco sagen, aber vielleicht half es Blaze. Als ich dir erzählt habe, dass ich das als Kind nie habe machen dürfen, bist du in das nächste Spielzeugwarengeschäft gelaufen, hast zwei Drachen gekauft und uns zu den Klippen appariert, weil dort immer der Wind weht. Das hört sich tatsächlich nach etwas an, was du tun würdest, warf Draco ein. Tut es das? Erkundigte sich Blaze. Ja, als du gehört hast, dass ich noch nie mit einer Achterbahn gefahren bin, hast du mit mir die Schule geschwänzt und wir sind in den Zauberervergnügungspark in Wiltshire gegangen. Wir haben keine Attraktion ausgelassen, aber auch keinen Essensstand, waren am Abend pleite und hatten Bauchweh. Es war das einzige Mal in meinem Leben, dass meine Mutter mich übers Knie gelegt hat. Deine dich übrigens auch. Trotzdem ist es eine meiner schönsten Erinnerungen. Sie wechselten sich mit dem Erzählen von Erinnerungen ab, und Harry dachte bei sich, dass auch Draco trotz seines Reichtums und seiner Privilegiertheit keine leichte Kindheit gehabt hatte und scheinbar nur Blaze dreist genug gewesen war, ihn aus diesem Käfig aus Pflicht und Erwartungen zu befreien. Wenn auch jeweils nur für wenige Stunden. 3 Monate nach Blaze Verschwinden. Einen Monat, nachdem sie ihn im St. Mungus wiedergefunden hatten, hatte man Blaze in häusliche Pflege entlassen. Man war übereingekommen, dass sie dafür alle 3 in Sabini Manor ziehen würden. Die Aufteilung zwischen Harry und ihm hatte ganz gut funktioniert. Jeder kochte abwechselnd, man aß gemeinsam zu Abend, man kümmerte sich ums Aufräumen, man teilte Erinnerungen mit Blaze. In letzter Zeit hatte sich etwas verändert. Blaze beobachtete ihn und Harry, wenn er glaubte, dass es niemand bemerkte. Und jetzt wollte er ein Gespräch führen. Draco wusste, was das bedeutete. Es würde etwas Ernstes sein. Wenigstens tat er es, während Harry nicht im Haus war. Draco pflanzte seinen Hintern auf Blaze' Schreibtisch. Ernste Gespräche führte er am liebsten mit baumelnden Beinen. »Wann hast du dich in ihn verliebt, Draco?« Er sah Blaze an, der zu ihm aufblickte und in ihm las wie ein offenes Buch. Es hatte keinen Sinn zu leugnen. »Schon, als er dir erzählte, wie du mit ihm hast Drachen steigen lassen. Dieser Mann hat die Welt gerettet und nichts davon bedeutet ihm etwas. Aber dass du etwas mit ihm gemacht hast, das er als kleiner Junge nie erleben durfte, hat ihn zum Leuchten gebracht.« In diesem Moment habe ich auch begriffen, wie falsch ich immer gelegen habe, was ihn betraf. Und im gleichen Moment flog ihm mein Herz zu. Er atmete tief ein. Dann kamen die ganzen anderen Erinnerungen. Sie alle setzten sich wie ein Keim in meinem Herz fest. Mit jeder Erinnerung wuchs diese Pflanze in mir. Jetzt liebe ich dich und ihn. Blaze lächelte.
Ist deine Liebe für mich dadurch weniger geworden? Nein, schüttelte Draco den Kopf. Dann ist alles in Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung, Blaze. Ich liebe ihn und dich. Du liebst mich und ihn. Und er liebt nur dich. Oh, Draco, wie blind du doch bist. Glaubst du, du liebst mich? Kam es leise von der Tür. Dracos Kopf ruckte zur Seite. Weder er noch Blaze hatten bemerkt, dass Harry offenbar schon eine Weile dort stand. Draco nickte einfach und rutschte vom Tisch. Bei dieser Antwort näherte Harry sich Draco. Draco fühlte, wie sein Mund ganz trocken wurde und seine Brust hob und senkte sich viel zu schnell. Seine Finger verkrampften sich im teuren Stoff seiner Hose, weil er sich selbst davon abhalten wollte, Harry zu berühren oder an sich zu ziehen. Harry hatte scheinbar keine solchen Bedenken, sondern fuhr mit seinen Fingern leicht über Dracos. Scharf sog Draco die Luft ein. Die Berührung durchfuhr ihn wie ein Blitz. Wohin sollte das führen, wenn dieser winzige Kontakt sein Innerstes schmelzen ließ? Zitternd atmete er ein. Er sah aus dem Augenwinkel, wie Blaze lächelnd beobachtete. Draco hob seinen Arm in Blaze Richtung, ohne Harrys Blick zu verlassen, und Harry tat es ihm nach. Blaze folgte der Einladung. Als Blaze ihrer beide Hände berührte, beugte Harry sich vor und küsste Draco. Harrys Lippen waren ein wenig rau, aber wunderbar warm. Sein Geschmack war süß, irgendwie minzig. Draco stöhnte kehlig auf, als plötzlich Blaze Zunge über seinen Hals leckte. Erregung flutete seinen Körper und er spürte, dass es Harry und Blaze auch nicht anders erging. Etwas unbeholfen stolperten sie zu dritt in Richtung des Bettes. Es wäre auch einfacher gegangen, fand Draco, aber genau wie er wollten weder Harry noch Blaze loslassen. »Wie genau wird das funktionieren?« fragte Harry atemlos, als sie beim Bett ankamen und er seine Lippen endlich von Dracos löste. »Das werden wir schon herausfinden«, meinte Blaze, der abwechselnd an Harrys und Dracos Hals gesaugt hatte mit dunkler Stimme. Sowohl Draco als auch Harry erschauderten, denn was diese Stimme versprach, hielt sie auch. Blaze stellte sich hinter Harry. Dieser hielt sichtbar den Atem an, als Blaze Hände seine Arme nach unten entlang fuhren, die Handgelenke sanft umfassten und Harrys Arme nach oben hoben. »Zieh ihn aus«, flüsterte Blaze. Draco gehorchte. Er fasste nach dem Saum von Harrys Pullover. Als er ihn hochschob, ging auch das T-Shirt mit. Draco machte bewusst langsam. Seine Finger folgten der Wolle an Harrys Seite entlang und Harrys Oberkörper, der erstaunlich behaart war, wurde von Gänsehaut überzogen. Als Draco den Pullover endlich über Harrys Kopf und die ausgestreckten Arme zog, seufzte Harry. Blaze führte Harrys Hände zu Dracos Hemdkragen. »Jetzt du«, wisperte er. Überraschend flink knöpften Harrys Finger das Hemd auf, um dann fast ehrfürchtig über Dracos blasse, glatte Brust zu wandern. Blaze griff unter Harrys Armen nach vorne und befreite Draco von dem seidigen Kleidungsstück. Draco fasste Harry an der Taille und drehte ihn zu Blaze. Er schmiegte sich an den schmalen Rücken, ein tiefes Stöhnen entfuhr ihm, als Harry seinen kleinen Hintern in Dracos Schoß presste, während Draco Harrys Jeans öffnete. Blaze Augen wurden dunkel und sein Grinsen beinahe dreckig, das allerdings weggewischt wurde, als Harry sich an Blaze Shirt und Draco an Blaze Hose zu schaffen machten. Dann stand er in seiner nackten, dunklen Pracht vor ihnen. Harry löste sich von Draco, was die Jeans einfach seine Beine runterrutschen ließ, umrundete Blaze und hockte sich hinter ihn. Draco kickte derweil die Jeans aus dem Weg, stieg aus seiner Stoffhose und ging vor Blaze auf die Knie. Er legte seine Hände auf jene von Harry, die auf Blaze Oberschenkel ruhten, und verflocht ihre Finger miteinander. Er grinste in sich hinein. Das hier würde eine wunderbare Nacht werden. Und viele weitere würden folgen. Als er sehr viel später zwischen seinen beiden Geliebten war, umfangen von deren Wärme und Armen, fühlte Harry sich das erste Mal vollkommen beschützt. Er, den man so gerne den Helden nannte, konnte sich fallen lassen, ohne jegliche Bedenken,
denn Blaze und Draco würden ihn auffangen. Als seine Augen schwerer wurden und die Atemzüge seiner Bettgenossen regelmäßiger, kam ihm noch ein wunderbarer Gedanke. Zwei Hälften machten ein Ganzes. Er hatte ein ganzes Herz für sich allein. Epilog. 4 Jahre später. Blaze Sabini konnte vor Glück kaum atmen, als er endlich seine kleine Lilly in den Armen hielt. Die Schwangerschaft und die Wehen hatten ihm einiges abverlangt. Der Kaiserschnitt war dagegen ein Klacks gewesen. Kein Wunder, dass weder Draco noch Harry bereit dazu gewesen waren, ein zweites Mal schwanger zu werden. Blaze wusste, dass Lilly ihr letztes Kind sein würde. »Hier, deine Tochter!« Mit diesen Worten legte er das kleine Bündel Mensch in Dracos Arme, der verdächtig nasse Augen hatte. Wie schon bei James, ihrem ältesten Sohn, dessen biologische Eltern Blaze und Harry waren. Bei der Geburt ihrer Zwillinge Albus und Scorpius, die Draco geboren und Harry gezeugt hatte, war Draco durch die Wehen so erschöpft gewesen, dass er den Kaiserschnitt gar nicht mehr mitbekommen hatte. Draco rieb seine Nase an die von Lily, ehe er sich zur Seite drehte und sie ebenfalls mit den Worten »Hier, deine Tochter«, an Harry weitergab. Harrys Augen leuchteten, während er Lily sanft wiegte. »Sie ist jetzt schon eine Schönheit. Sie wird so viel Freunde und Verehrer haben, dass ihre Hochzeit uns in den Ruin treiben wird.« »Hochzeit? Was zum Teufel, Potter? Sie wurde gerade erst geboren.« »Ja und? Die Zeit wird verfliegen und...« Blaze blendete die Zankerei seiner Ehemänner aus. Er erinnerte sich an seine eigene Hochzeit, die in Sabini Maynach stattgefunden hatte. Oh, es hatte Aufschreie gegeben, als sie ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten. Allerdings nicht von erwarteter Seite, Narcissa, sondern von Menschen, die absolut gar nichts mit einem der drei Beteiligten zu tun hatten. Dank der Tatsache, dass drei Männer heirateten, sowie Harrys Berühmtheit und der Berüchtigkeit seiner Bräutigame, war die Feier eine pompöse Angelegenheit gewesen. Vor allem, da Nimue und Narcissa darauf bestanden, jeden mit Rang und Namen einzuladen. Hätte Molly nicht auf Bitten der Männer einige Vetos eingelegt, wäre wohl die gesamte Zaubererwelt geladen gewesen. Ansonsten hatten sie ihren Müttern freie Hand gelassen. Sie hatten nicht enttäuscht. Ihre Geschmäcker hatten sich wunderbar vereint. Überall sah man Nimues Augen fürs Schöne, Narcissas Eleganz und Mollys Sinn fürs Praktische. Draco, Harry und er waren händchenhaltend gemeinsam den Gang zwischen den schier endlosen Stuhlreihen entlang geschritten, um vor dem Ministeriumsbeamten ihre Schwüre abzugeben. Nachdem dieser verkündet hatte, sie wären jetzt Ehemann und Ehemann und Ehemann, hatte die gesamte Weasley-Bande losgehollert und gepfiffen, Molly am lautesten, und mit Hilfe von Pansy, Sio sowie ein paar Gryffindors die von Narcissa und seiner Mutter etwas steif vorgesehene Feier in eine wilde Party verwandelt. Sie alle hatten extra große Tortenstücke erhalten und Dankeskarten und frei wählbare Portschlüssel, wohin auch immer. Blaze, sein Name aus zwei Mündern, gemäßigt, um Lily nicht zu stören, aber dennoch eindringlich, holte ihn wieder in die Gegenwart. Seine Ehemänner sahen ihn erwartungsvoll an, er sie liebevoll. Wie sie es geschafft hatten, sich in den letzten 3 Tagen nicht umzubringen, während er im Krankenhaus lag und darauf wartete, dass seine Venen anfingen, wusste er nicht. Er war immer der Mediator zwischen diesen beiden, die es einfach nicht lassen konnten, sich gegenseitig auf die Palme zu bringen. Das hatte nie aufgehört. Es war ihre Art, einander ihre Liebe zu zeigen. Merlin, wie er sie liebte. Seine Männer und seine Kinder. Er lächelte. Wenn es auch an den meisten Tagen so chaotisch war in Sabini Manor, dass er nicht einmal seine eigenen Gedanken hörte, so würde Blaze doch gar nichts daran ändern wollen. Seine Erinnerungen von davor hatte er nie zurückbekommen. Man hatte auch nie herausgefunden, wer es Blaze angetan hatte. Aber das machte Blaze nicht so viel aus. Es hatte zu diesem Leben geführt. Letzten Endes war alles gut geworden.
Anmerkung der Autorin. Liebe Ela, wenn ich auch nicht hundertprozentig geliefert habe, die gemeinsame Suche kam etwas zu kurz, aber dann hätte ich den Rahmen des One-Shots gesprengt, XD, hoffe ich, dass dir die Geschichte trotzdem gefällt. Ganz liebe Grüße, Darkest Soul. Ende.